Willkommen zurück auf BAVMO. Schön, dass du eingeschaltet hast. In unserem heutigen Video geht es um die BMW 7er GL-Reihe. Wenn du planst, dir ein G11 zuzulegen, dann schau dieses Video bis zum Ende an, um bestmöglich vorbereitet zu sein. So, genug geredet, los geht's. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Das ultimative Fahrzeug. Der BMW 7er G11 repräsentiert das Flaggschiffmodell von BMW. Der G11 wurde erstmals 2015 auf den Markt gebracht und zeichnet sich durch sein luxuriöses Design, seine fortschrittlichen Technologien und dem hohen Komfort aus. Die G11-Reihe ist in zwei verschiedenen Modellvarianten erhältlich. Einmal als Standard 7er, welcher BMW intern G11 genannt wird, und einmal als Langversion, welcher G12 genannt wird. Signifikante Unterschiede zwischen dem G11 und G12 gibt es nicht, daher nutzen wir für den Rest des Videos den Begriff G11. Der 7er hat im Zuge seiner Modellpflege Anfang 2019 ein Facelift mit wichtigen Neuerungen in Sachen Design und Technik erhalten. Hier sind die wichtigsten Veränderungen. Designtechnisch gab es beim Facelift bzw. LCI-Modell eine neue Motorhaube samt größerem BMW-Logo sowie überarbeitete Scheinwerfer, welche gepaart mit wesentlich größeren Nieren und der neuen Frontschürze eine deutliche Auffrischung des 7ers erzielen. Auch im Heckbereich sieht man eine deutliche Veränderung, welche durch die neu gestalteten Rückleuchten, neu gestalteter Heckklappenchromleiste, neuen Abgasendrohren und einer neuen Heckschürze zu erkennen sind. Zu den technischen Updates gehören das BMW iDrive 7.0 System, verbesserte Fahrassistenzsysteme, überarbeitete Motoren, neue Fahrwerksoptionen, die BMW Digital Key Technologie und zu guter Letzt eine nochmals verbesserte Akustikisolierung des Fahrzeugs. Die Motoren. Die BMW 7er G11-Reihe bietet eine beeindruckende Auswahl an Motoren, die unterschiedliche Fahrerbedürfnisse abdecken. Hier einmal eine Motorenübersicht. 37i. Diese Motorisierung stellt das Einstiegsmodell dar und verfügt über einen 2-Liter Reihen-Vierzylinder-Turbomotor. Dieser hat zwar den kleinsten Motor, bietet aber erstaunlicherweise eine zufriedenstellende Fahrdynamik. 47i. Dieses Modell wird von einem 3-Liter Reihen-Sechszylinder-Turbomotor angetrieben, der 326 PS produziert. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die eine ausgewogene Leistung und Effizienz suchen. Der 57i wird von einem leistungsstärkeren 4,4 Liter V8 Turbomotor mit 450 PS bzw. 530 PS angetrieben. Dieser Motor bietet beeindruckende Beschleunigungswerte und ist ideal für diejenigen, die ein etwas sportlicheres Fahren bevorzugen. M67Li. Das Topmodell der Reihe wird von einem 6,6 Liter V12 Turbomotor angetrieben, der satte 585 bzw. 610 PS produziert. Dieser Motor verleiht dem Fahrzeug eine beeindruckende Leistung und ist für wahre Autoenthusiasten gedacht, die neben dem Überfluss an luxuriösem Komfort auch leistungstechnisch das Nonplusultra anstreben. Natürlich gibt es neben den Benzinermodellen auch die jeweiligen Dieselpendants. Hier einmal ein Überblick. Für die umweltbewussten Freunde unter uns gibt es natürlich auch beim G11 Hybridvarianten. Und auch hier einmal ein kleiner Überblick.
Die BMW 7er GL-Reihe ist nicht nur auf Luxus ausgelegt, sondern bietet auch eine beeindruckende Fahrdynamik. Dank fortschrittlicher Technologien wie der adaptiven Luftfederung und der Integral-Aktivlenkung bietet sie ein unvergleichlich wendiges Fahrerlebnis für die Oberklasse. Zudem kann sich das Fahrzeug je nach Fahrmodi von komfortabel und ruhig bis hin zu sportlich und agil anpassen. Die Allradantriebsoption X-Drive sorgt für eine hervorragende Traktion, insbesondere auf rutschigen Straßen. Die Lenkung ist präzise und reaktionsschnell, was das Fahrzeug in Kurven agil und leicht beherrschbar macht. Der G11 ist auch mit einer Vielzahl von weiteren Fahrassistenzsystemen ausgestattet, die das Fahren sicherer und nochmals komfortabler machen. Kommen wir zu den Schwachstellen. Obwohl die 7er G11-Reihe sehr viele Vorzüge bietet, gibt es auch einige potenzielle Schwachstellen, die bei der Gebrauchtwagenwahl berücksichtigt werden sollten. Neben vereinzelt gemeldeten Problemen mit dem Lenkgetriebe, anfälliger Lederpolsterung und Problemen mit diversen Steuergeräten weist die G11-Reihe eigentlich keine so wirklich schwerwiegenden oder baureihen typischen Mängel auf. Grundsätzlich sollte man aber dennoch Motor, Getriebe, Lenkung, Brems- und Abgasanlage sowie alle mechanischen, mechatronischen, elektrischen und elektronischen Features und Systeme auf Funktion prüfen. Auch wenn die GL-Reihe mit einer fabelhaften Punch-Statistik glänzt, bedeutet das nicht, dass man nicht mit Reparaturkosten in teilweise fünfstelligem Bereich rechnen muss. Ein 7er ist und bleibt immer ein kostenintensives Fahrzeug. Gerade in Sachen Service und Wartung sollte man immer genügend Geld beiseite haben. Es ist daher ratsam, vor dem Kauf eines G11 eine gründliche Inspektion durchführen zu lassen und sicherzustellen, dass alle potenziellen Schwachstellen einmal überprüft werden. Die Preise für gebrauchte BMW 7er G11 Modelle variieren je nach Modelljahr, Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Hier sind einige grobe Preisbereiche, die du als Referenz verwenden kannst. Die Unterhaltskosten für einen BMW 7er der GL-Reihe sind schlicht und ergreifend sehr hoch. Ein Fahrzeug der Oberklasse kann kaum kostengünstig unterhalten werden. Aber hier sind einige Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Zum einen Wartung. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Zuverlässigkeit und Leistung des Fahrzeugs zu erhalten. Dies kann Ölwechsel, Bremsen, Reifen und andere routinemäßige Arbeiten umfassen. Die Kosten variieren je nach Serviceanbieter, liegen aber eher im deutlich höheren Preissegment. Reparaturen. Da es sich um ein komplexes Fahrzeug handelt, können Reparaturen teuer sein. Insbesondere bei Problemen mit der Elektronik oder den Antriebskomponenten können die Kosten erheblich steigen und wie bereits erwähnt in fünfstellige Bereiche gehen. Ein weiterer Punkt, Versicherung. Die Versicherungskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die jährliche Fahrleistung, der Wohnort und der Versicherungsanbieter an sich. Aufgrund des hohen Werts des Fahrzeugs sind die Versicherungskosten tendenziell immer etwas höher. Und der letzte Punkt, Kraftstoff. Die Kraftstoffkosten variieren je nach Modell und Fahrweise. Die V8 und V12 Modelle verbrauchen mehr Kraftstoff als die 4- und 6-Zylinder- oder Hybridmodelle. Auch das sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Es ist also ratsam, die Unterhaltskosten einmal grob durchzurechnen, denn ein dickes Auto bringt nur Kopfschmerzen, wenn das Kombi-Instrument bei jedem Start einen Remix aus Warnleuchten und Warnmeldungen wiedergibt. Die Auswahl des richtigen Modells hängt von deinen persönlichen Vorlieben und Anforderungen ab. Wenn du auf Leistung und Luxus setzt, könnte der 57i eine ausgezeichnete Wahl für dich sein. Der M67Li hingegen ist für diejenigen gedacht, die die ultimative Leistung und Prestige suchen. Letztendlich ist es ratsam, die gesamte Historie über das potenzielle Fahrzeug einzuholen, um sicherzustellen, dass es deinen Anforderungen entspricht. Mit der richtigen Pflege und Wartung kann ein 7er der GL-Reihe ein beeindruckendes Fahrzeug sein, das dir viele, viele Jahre Fahrvergnügen bietet.
Kommen wir zum Fazit. Die BMW 7er GL-Reihe ist zweifellos ein beeindruckendes Luxusfahrzeug, das mit einer breiten Palette von Motoren, erstklassigem Komfort und fortschrittlicher Technologie aufwartet. Wenn du auf der Suche nach einem gebrauchten G11 bist, solltest du jedoch die in diesem Video genannten Faktoren unbedingt berücksichtigen. Die Fahrdynamik und die Leistung des G11 sind beeindruckend, aber die Unterhaltskosten sind nun mal hoch. Die Elektronik und die komplexe Technologie können gelegentlich zu Problemen führen und der Wertverlust kann auch beachtlich sein. Es ist also wichtig, die Preise und Pflegekosten sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass das Fahrzeug deinen Bedürfnissen und deinem Budget entspricht. So, das war's mit dem Video für heute. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Zudem kannst du uns mit einem kostenlosen Abo und dem Teilen dieses Videos mit deinen Freunden unterstützen. Wenn du einen Videowunsch hast, dann schreib es uns gerne in die Kommentare. Wir bedanken uns fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Ino von BAFMO.